Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Show Harvest Moon. Unser Farmer hat gerade ein paar Übungen gemacht. Unser Hund ist in der Ecke und guckt. Aber wir wollen dich jetzt mit rausnehmen, wir wollen nämlich wieder an die Arbeit gehen. So, ich glaube, unser Gras könnte reif sein. Das hier ist noch nicht reif. Wir haben 1260. Auf jeden Fall ist das genug Geld, um nochmal Gras zu kaufen. Wir könnten sogar zwei Grassamen kaufen, aber ich möchte jetzt noch ein bisschen Geld aufheben. Bis zur nächsten Ernte. Das wird mir dann doch zu viel. Also, das nächste Mal Gras kaufen. Wir brauchen viel Gras. Jeden Tag ein Päckchen Gras. Das klang jetzt irgendwie nicht so, das klang jetzt wirklich ziemlich drogenartig. Nee, ich hab's noch nie ausprobiert. Ich habe auch noch nie jemanden gehabt, der mir das Ganze hindrückt. Ich bin nicht in den 80ern aufgewachsen, nicht in den 80ern geboren worden. Oder waren es die 70er? Ich glaube, mein Mann hat gesagt, er hat schon mal probiert, als sie in Holland waren. Da hat bestimmt jeder mal probiert, wenn er in Holland war und nicht gerade ein totaler Moralapostel ist. Aber ich weiß nicht. Ich habe irgendwie auch keine Lust, das zu probieren. Ich habe nämlich das Gefühl, es wird mir eh wieder hochkommen. Und wenn ich was nicht ausstehen kann, dann ist es, mich übergeben zu müssen. Okay, jetzt können wir hier wieder sammeln. Wahrscheinlich kriegen wir es wieder zweimal hin. Und wo war ich stehen geblieben? Ich glaube, beim Harvestman für DS. Genau. Da hatte ich allerdings was vergessen. Es gab noch ein Harvestman für Gamecube. Das war Magical Melody gewesen. Kam allerdings auch wieder in Europa nicht raus. Nicht für den Gamecube, aber später für die Wii. Dort wurden wir leider auch wieder von Sachen abgeschnitten. Zum Beispiel konnte man kein Mädchen mehr spielen. Was glaube ich... eins der allerersten Harvestmans, wo man das auch machen konnte und heiraten. In den Gameboy Color Teilen konnte man zwar ein Mädchen werden, aber glaube ich, aber nicht heiraten. Jedenfalls die Wii-Version von Magical Melody, da kann man nur den männlichen Farmer spielen, deswegen auch nur die weiblichen Charaktere im Dorf heiraten. Leichte geschlechtliche Beziehungen gibt's nicht. Tja. Vielleicht schaffen wir es sogar doch nochmal Weintrauben zu holen. Magical Melody hatte... was hatte das eingeführt, dass man eigentlich gar nichts auf dem Land hatte? Weil normalerweise fängt man ja immer mit was an. Okay, jetzt wird's spät. Normalerweise fängt man immer mit etwas an. Zum Beispiel einer Scheune und ein Hühnerstall und so weiter. Und Magical Melody, da hatte man nur das Haus. Man musste sich am Anfang sogar aussuchen, welches Land man haben möchte. Da musste man halt sammeln. Man musste nicht nur mit dem Zimmermann in der Stadt Freundschaft schließen, damit er überhaupt Sachen baut. Man musste dann auch das ganze Zeug sammeln, also Holz und so, und dann musst du dich entscheiden, was du auf deinem Land baust. Ich glaube, es gab nur ein Land, auf das alle Gebäude gepasst haben. Und weil du auf deinem Land ja die Gebäude gemacht hast, musstest du eigentlich in der ganzen Stadt dein Gemüse pflanzen. Und ich habe Magical Melody noch gar nicht so weit gespielt. Es wird also selbst ein bisschen interessant, wenn ich dann das Let's Show davon mache. Gut, es gibt 300. Was wollte ich... Sagt, das wird interessant, wenn ich dann das Show für Magical Melody mache. Das gab's noch vor dem DS-Teil, soweit ich weiß. Aber okay. Wir sind mit dem DS-Teil durch. Es gab da noch mehr für DS. Wie gesagt, für DS gab's ziemlich viele Harvest Moons. Wir haben wieder Nacht. Endlose Nacht ausnutzen. Als nächstes gab's dann, wie hieß das? Mein Inselparadies war der Harvest Moon, mein Inselparadies. Das hatte komplette Touchscreen-Steuerung, nur war die ein bisschen schwierig zu erlernen. Viele Leute haben es deswegen richtig gehasst. Ich konnte es zuerst auch nicht so ausstehen, aber dann habe ich mich mal halt reingefuchst. Habe jeden Abend eine Stunde damit gespielt, habe eine Methode gefunden, wie ich die Touchscreen-Steuerung hinbekomme. Und dann hat es mir richtig gut gefallen. Allerdings ist man in diesem Spiel ziemlich schnell vorangekommen. Innerhalb von einem Jahr habe ich fast alles ausgebaut, was ich ausbauen konnte, und habe meine Frau unter der Haube gehabt. Tja... und dann musst man ewig auf sein Kind warten. Ja, Kinder kriegen kann man auch in Harvest Moon. So, jetzt erstmal die Sichel mitnehmen. Und dann gab's noch die Sonnenscheininsel. Das habe ich selber auch kaum gespielt bis jetzt. Ich glaube, habe ich nur... nee, noch nicht. Ich glaube, ich habe bis jetzt nur die ersten 3 Tage gespielt oder so. Könnte ich eigentlich mal richtig reinfuchsen. Tja, das hat allerdings dieselben Charaktere
gehabt wie mein Inselparadies, wurde allerdings auf einer anders anderen Welt gespielt. Allerdings war sonst die Mechanik sehr, sehr ähnlich. Eigentlich einmal ein Inselparadies 1.5 oder so. Gut, erstmal den Hammer nehmen. Wir wollen hier erstmal alles frei bekommen. Was gibt's noch? Dann kam für die Wii kamen noch mehr Teile heraus. Nämlich hieß das Baum der Stille. Und war ein bisschen anders aufgebaut als Magical Melody. Vor allem, was jetzt näher in der 3D-Umgebung war. Was aber nicht so viel zu bedeuten hat. Die Kamera war eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Nicht, dass die besonders schlecht war. Aber es gab halt ein paar eindeutige Unterschiede, aber es gab auch vieles, vieles, was man merken konnte. Was sehr interessant war, dass das Ganze eine kleine Story verwoben war diesmal. Die ziemlich fantasy-lastig auch war. Und dann gab es noch eine Tierparade, das war sozusagen auch wieder das Baum der Stille 1.5 mit denselben Charakteren, aber in einer größeren Welt. Und ein paar mehr Mechaniken, die es gab. Beide haben mir eigentlich ziemlich, ziemlich gut gefallen. Allerdings habe ich Baum der Stille gespielt, bis ich mein Kind bekommen habe. Und bei meine Tierparade müsste ich mal weitermachen. Ich glaube, ich würde vorher umkippen. Weil da habe ich bereits den Jungen, der mir gefällt. Den habe ich bereits auf viele Herzen bekommen, aber wir haben noch nicht die Heirat, weil das konnten wir noch nicht. Da muss man ein bestimmtes Event noch auflösen im Spiel, bevor man das machen kann. Tja. Das sind die beiden noch, die es für Wii gibt. Es gab jetzt wirklich lange, lange kein Konsolenharvest Moon mehr. Müsst mich mal überlegen. Als nächstes gab es dann noch mein Großwasser. Das war wieder für den DS und hatte die Besonderheit, dass man Sachen nicht in die Sammelbox warf, sondern einmal in der Woche konnte man das Zeug auf dem Bazar verkaufen. Ich muss ehrlich sagen, dass mir das ziemlich gut gefallen hat. Das habe ich schon wirklich weit gespielt. Ich glaube, das habe ich bis ins dritte Jahr gespielt und habe trotzdem noch nicht alles gesehen, weil das doch ziemlich lahm vorangeht. Und allerdings hat das ein paar kleinere Schwächen gehabt, wie ich finde. Das ist mein Großbazar, aber die Idee war gut und ich würde eigentlich gerne noch ein Hausmann dieser Art sehen, aber bis jetzt haben sie noch keins gemacht. Okay, wir gehen schlafen. Dann überlege ich mal, was gab's dann noch. Dann gab's für den 3DS und für den DS kam dann das nächste raus, Geschichten zweier Städte nennt sich das. Ich habe die 3DS-Variante davon. Da war einfach die Besonderheit, dass man sich für eins von zwei Dörfern entscheiden konnte. In einem Dorf, da wurde halt mehr die Viehzucht betrieben, in anderem mehr der Ackerbau. Ah ja, das ist eindeutig, das ist jetzt für grün. So, mal kurz gucken. Jo, wir kaufen nochmal Grassamen. Also in einem Dorf wird Ackerbau betrieben und im anderen mehr die Viehzucht. Und das konnte man sich halt entscheiden, wo man da leben wollte und je nachdem, wo man gelebt hat, hat man halt mehr Viehzucht oder mehr Ackerbau betrieben. Allerdings haben die beiden Dörfer auch eine Fehde gehabt und um die zu versöhnen, musste man immer am Kochfest teilnehmen und am besten dann auch gewinnen. Tja, wenn man das dann geschafft hat, haben sie sich irgendwann wieder vertragen. Allerdings hat sich das nicht wirklich ausgewirkt beim Spiel. Ich habe erwartet, wenn man in dem einen Dorf wohnt, dann ins andere geht, dass die alle voll wütend auf dich sind. Aber wirklich, die Stritten haben sich eigentlich nur die Bürgermeister der beiden Dörfer. Die anderen hatten überhaupt kein Problem miteinander und haben sich auch als ein Bewohner aus dem anderen Dorf total fröhlich aufgenommen. Weintrauben vergessen. Kann ich nur total vergessen. Also wir haben dich total fröhlich aufgenommen, hatten überhaupt kein Problem damit, dass du aus dem anderen Dorf kommst. Das fand ich ein bisschen schade. Irgendwie hätte ich gewünscht, dass diese Fehde mehr in den Vordergrund gerückt ist. Das ist aber auch der Grund, warum Harvest immer nur durchschnittliche Spiele sind. Sie haben einfach zu viele Mankos. Trotzdem machen sie mir Spaß. Aber das beste Harvest Moon ist für mich eigentlich immer noch Back to Nature oder Friends of Mineral Town. Die beiden haben dermaßen viel Spaß gemacht. Die tue ich heute noch gern auspacken. Also ich habe sie ewig nicht mehr gepackt. Muss ich zugeben. Ah, okay, da hatten wir also Geschichten zweier Städte gehabt. Dann gab es noch das, was als neuestes rausgekommen ist in Deutschland. Allerdings haben sie das nicht mehr auf Deutsch übersetzt. Sie haben es einfach im Englischen gelassen. Ich meine, Harvest Moon hat jetzt nur sehr, sehr simples Englisch. Man muss sich vielleicht ein bisschen Farmjargon aneignen. Zum Beispiel, wie die ganzen Gemüsesorten heißen. Sonst ist das Englisch allerdings ziemlich simpel und könnte auch von jemandem gespielt werden, der nur simples Schulenglisch beherrscht. Gut, Leute, die gar kein Englisch beherrschen, für die ist es nichts. Das gebe ich zu. Und ich finde es auch besser, wenn es einfach übersetzt werden würde.
würde sowas oft gern selber machen, aber Spieleübersetzer werden sehr, sehr schlecht bezahlt. Es soll ein sehr stressiger Job sein. Und wenn man Pech hat, wenn du deine Übersetzung fertig hast, hat jemand anderes sie eingereicht und du kriegst überhaupt nichts bezahlt. Ich finde, diesen Job könnte man ein bisschen komfortabler machen. Gut, dann möchten wir dir die 300G. So, diesmal holen wir Sichel und Gießkanne. In New Beginning hatte ich erwähnt, dass in New Beginning heißt dieses Harvest-Moon. Halt erst noch das. Stimmt ja. Danach holen wir die Sichel. Jedenfalls in New Beginning ist für den 3DS. Und diesmal ist das Ganze so aufgezogen, dass das Dorf, in das man zieht. Ah ja, da kommt er. Das Dorf, in das man zieht, dass da überhaupt nichts los ist, dass sämtliche Leute weggezogen sind und nur noch ein, zwei der Älteren der Bevölkerung dort leben. Und man ist ein neuer Farmer und soll versuchen, dort Leute hinzubekommen, anzulocken. Ich habe es bis jetzt nur bis zum kurz vor Ende vom Frühling gespielt. Hatte mehr Lust auf andere Spiele. Deswegen kenne ich mich da auch noch nicht so gut aus. Aber eins muss ich sagen, während bei diesem Harvest Moon anfangs ziemlich viel zu tun hat, wie man sieht, ist es bei den zukünftigen Harvest Moons, den aktuellen Harvest Moons so, dass der Anfang sich zieht. Da hat man teilweise überhaupt nichts zu tun. Deswegen wird das schon, dass ich vielleicht bei den anderen dann so mache, wenn ich sie zeige, dass ich sie ein bisschen weiter spiele, dass man ein bisschen mehr los ist. Also offscreen. Und das dann zeige. Ja, apropos zeigen vom DS. Ich bin eigentlich voll am Liebäugeln damit, mir eine Capture Card für meinen 3DS zuzulegen. Ich habe eine Menge Zeug bei mir in der Wohnung, das ich nicht brauche. Das wollte ich auf eBay verkaufen. Und eventuell gibt es gut Geld. Und wenn ich Glück habe und das gut Geld gibt, dann, was wollte ich? Also wenn ich Glück habe und das gut Geld gibt, dann würde ich mir von dem verdienten Geld eine Capture Card für den 3DS dafür zulegen. Weil ich habe einen 3DS übrig. Ich habe einen 3DS XL gekauft vor kurzem. Ich habe jetzt den alten 3DS übrig, den kleinen. Und dafür dürfen wir Capture Cards besorgen können. Okay. Jetzt gehen wir noch sicheln. Ich habe jedenfalls jede Menge Manga aussortiert. Ich habe so viele Manga gekauft damals, als ich jünger war, als ich in der Ausbildung war. Als ich noch bei meinen Eltern gewohnt hatte und keine Miete zahlen musste und habe gemerkt, das sind eigentlich so viele und ein paar von denen interessieren mich gar nicht mehr. Also wieso soll ich sie aufheben? Die möchte ich alle verkaufen. Wie gesagt, wozu sollte man sie aufheben? Wenn man sie eh nicht mehr lesen möchte. Ich habe noch genug andere Manga, wo ich zugeben. Ich habe wirklich viele gekauft. Ich habe eine große Sammlung. So, ich will noch ein bisschen Holz hacken, wie ihr sicher gesehen habt. Da doch, das ein Ding hatten wir, den ich hier genau, den hatten wir hier gelassen. Zack. Ich habe jetzt so viel über die Harvest Moons erzählt. Was könnte ich als nächstes erzählen? Ich könnte erzählen, dass meine Stimme gerade versagt. Wie das, wie gesagt, liegt an dieser verdammten Hitze und an dem ausgedörrten Hals. Ich trinke lieber wieder einen Schluck. Jetzt gehst du kaputt. Ich könnte vielleicht noch was über die Werkzeuge erzählen. Aber ich denke, das machen wir dann, nachdem wir geschlafen haben. Weil wir sind gleich wieder K.O. So. Und zack. Und hopp. Geh kaputt. Ach, verdammt. Das war's. So eine Mist aber auch. So, also wie viel Geld haben wir jetzt? 560, morgen kommen noch 300 dazu, das wären dann um die 800, da will ich noch kein Gras kaufen. Das wird mir dann doch zu viel. Hatte ich hier hinten schon Felder gepflügt? Nee, noch nicht. Muss ich sowieso noch erledigen. So viel Holz haben wir denn jetzt? 150. Ich würde sagen, wir beenden den Part dann auch, dann ist der zwar ein bisschen kürzer, aber der Tag ist gerade vorbei, das passt doch so gut. Und zack. Ja, wollen wir. Na dann, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wenn es euch gut gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Aber schreibt mir bitte auch in die Kommentare, was ich hätte besser machen können. Tschüss und bis zum nächsten Mal.